Morgen hier auf der Baustelle am Tag 1. Wir freuen uns auf Tag 1, würde ich sagen, oder? Wir freuen uns auf den ersten Tag beim Bauen und ich sehe, die Baustelle ist noch ganz flach und wir freuen uns auf unsere Erfolge, wo wir wären da heute. Und es ist schon richtig heiß am Morgen am 7. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só. Guten Morgen und herzlich willkommen am Tag 2 auf der Baustelle in Brasilien. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen interessanten Tag. Was anstatt, wissen wir noch nicht ganz, der Baustellenführer hat leider geschlafen. Bis dahin schaut es mit meinen Kollegen im Studio. Darum geht es weiter. Leider gibt es eine technische Störung. Ich kann nicht so sagen, ich führe, ich sage es Ihnen gerade selber. Wir haben jetzt morgen um 6 Uhr, es ist 40 Grad im Schatten. Einen schönen Tag und einen lieben Gruß. Darum geht es o meu pensar, tudo que eu faço. Herzlich willkommen am dritten Tag auf der Baustelle, hier immer noch in Brasilien. Ja, Sie sehen, unser Werk ist am Wachsen und wir freuen uns auf den weiteren Tag. Gestern war es sehr heiß gewesen. Also die Aussage von der letzten Moderatorin hat fast gestimmt. Also am Morgen um 6 haben wir noch nicht 40 Grad im Schatten, aber bestimmt am Nachmittag gehabt. Ja, und jetzt sind wir gespannt, was heute für einen Tag weg ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich sende viele Grüße zurück in die Schweiz von all den Schweizern hier in Brasilien. Guten Morgen hier in Brasilien. Ja, Sie sehen, es ist Samstagmorgen, der 16. Tag. Und wir haben hier gerne einen Kandidaten, den wir geben möchten, interviewen. Er ist unser Bauführer, er wird auch ab und zu als Pharao und Chef genannt. Können Sie bitte mal so bleiben? Er läuft für uns wo, Sie sehen, es ist eben Samstag und wenn es einfach genau los ist, er ist nicht pünktlich erschienen oder gerne nicht zum Morgen erschienen, doch wir sind froh, er ist trotzdem noch auf der Baustelle. Ich habe mir mal geschaut, vielleicht sollte uns nicht mit anderen ein Interview geben. Seid ihr jetzt bereit? Guten Morgen. Was ist der Grund, dass Sie nicht zum Frühstück erschienen sind? Ich kann noch nicht mögen. Und jetzt ohne Frühstück geht es besser? Das ist zu schön, ja, das ist gut. Und weiss ich, dass Sie heute nicht machen? Am liebsten eine Schaufel und Pizza. Harte Arbeit, oder? Harte Arbeit. Haben Sie denn vor die ganze Woche nicht geschafft? Mal, aber die Steine hier habe ich nicht gesehen. Also, Sie sehen ab und zu, brauche ich auch mehr wieder mal eine Abwechslung. Wir wünschen einen ganz schönen Tag in der Schweiz. Es ist immer noch heiß und wir freuen uns auf einen weiteren Tag. Steh auf, wenn du am Boden bist. Steh auf, auch wenn du unten liegst. Steh auf, es wird schon irgendwie weiter. Guten Morgen und recht herzlich willkommen am 10. Tag bei uns auf der Baustelle. Wir sind heute beim Benni an der Mischmaschine. Er wird uns gerne erzählen, was er da gerade am Machen ist. Ich bin gerade am Mischen vom Beton. Es gibt eine Mischung Beton. Das besteht aus 3 Kübel Kies, 2 Kübel Sand und 1 Kübel Zement. Dann braucht es etwa einen halben Kübel Wasser und dann muss alles gut gemischt sein. Und wieso lachen Sie diesen Weg? Super, danke vielmals. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg ja, danke, und einen schönen Tag. Auf wünsche mir Ihnen auch. Auf Wiedersehen mit den Hand. Grüß Gott miteinander. Wir sind nur Gängen auf der Baustelle, nicht wahr? Und ja, also die Mauer ist schon recht hoch. Stell sie da. Wir geben uns also Mühe und der ist auch blöd und ja, man hat Spaß. Se derrama, tua misericórdia cai sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, está sobre mim. E eu recebo tua graça. Guten Morgen hier auf der Baustelle, immer noch in Brasilien. Sie sehen, hier ist der Ein- und der Ausgang von unseren Werkzeugen. Hier haben wir es aufbewahrt, dass sie ja nicht gestohlen werden. Auch hier haben wir noch einen Einheimischen,
herzlich willkommen. Er wird immer wieder mal probieren, Schweizerdeutsch zu schwätzen auf dieser Baustelle und einfach nachschwätzen wie ein Papagei. Aber er ist dir nicht der, wie ist der Name? Gaio. Gaio ist der Gaio. Und wie ihr gesehen habt, ein bisschen Portugiesisch habe ich auch schon gelernt. Ja, First Aid brauchen wir auch immer wieder, wenn es immer wieder mal verletzt ist. Aber es geht uns sonst immer noch gut. Einen schönen Tag. O meu amor, a ti darei. O meu amor, o meu amor. Willkommen bei der Sondersendung aus dem Weltcamp in Brasilien. Wir werden heute eine Spezialsendung machen und ein kurzes Interview führen mit den zwei Architekten da vor Ort. Es geht sehr gut voran. Sind Sie zufrieden? Ja, weil auch die mit den Gehren würden sich voll einsetzen. Nein, das sind wir froh. Und können Sie Ihre Kollegen fragen, wie zufrieden ist, wenn der Plan anhört? Stimmt noch alles? Passt? Also bei mir auf dem SAP kommen, was ist das auch für ein Vai, Olivia? Tudo bem. Ah, obrigada. Nada. Me chega assim. Fiscal. Tô seguindo para o alvo, eu vou. Hier am 9. Tag in Brasilien auf der Baustelle. Wir haben Hilfe bekommen aus Brasilien und wir sind sehr froh. Sie sehen gerade hier, wir sind immer tägliche Treiberinnen. Wir sind einmal den Leuten Wasser bringen, wenn einmal ihre Schweißperlen so richtig tropfen und noch mehr wissen, was läuft. Trink nur ein bisschen, das ist gut, dass wir auch nachher wieder richtig mögen. Antonio. Hast du noch eine tägliche Dusche für all die Mitarbeiter? Genau, und noch ein Tappen zum Schlachten. Ja, wir sind so richtig gut auf dieser Baustelle. Ich wünsche dir ganz schön. Quero tocar-te, la paz eu quero ver, Senhor te quero. Guten Morgen hier auf dem letzten Tag auf der Baustelle in Brasilien. Sie sehen, wir sind schon sehr weit reingekommen. Wir sind schon dran, um... wie sieht man ihn eigentlich? Darum habe ich gedacht, ich würde so gerne einen Mann noch interviewen, aber leider hält man gerade ab. Sie sind ein bisschen zu weit für ein Interview, aber wir können später nochmal. Also, sicher. Können Sie losschwätzen? Ja, auf jeden Fall. Also, können Sie mir schon sagen, was hier für einen Vorgang dran ist? Jawohl. Wir haben hier Sparren. Die Sparren werden jetzt hier auf die Fußfeste geschraubt. Der Lukas hier vorne und ich tue nachher hinten anschrauben. Tipptopp, ich freue mich dann da mal zu sehen, dass das Dach hat. Und wir können dann etwa in zwei Jahren noch mal schauen, ob sich denn da wirklich die Garantiefälle auch bewahrheitet sind. Jawohl, Sie können in zwei Jahren noch mal schauen. Für Schnee geben wir keine Garantie, aber ich glaube, der fällt auch nicht. Gut, einen schönen Tag zurück ins Studio. Guten Abend hier auf dem Flughafen in Fortaleza.
Wir sind hier gerade auf dem Sprung zurück in die Schweiz, wo es scheinbar kalt und schneit. Wir sehen, sind wir immer noch sehr sommerlich angelegt. Hier hätten wir noch eine kleine Frage an unseren Pastor Beati. Ich will hier noch ein kleines Interview. Wie ist es Ihnen so gegangen in den letzten 3 Wochen mit diesen Schweizern? Ja, es war ein bisschen müde, aber schon jetzt sind wir vorgelegt, jetzt haben wir es dann los. So ist das. Sie schieben sie sozusagen ab? Nein, wir schieben es nicht ab. Sie gehen selber von alleine. Ich habe auch gehört, dass es Schwierigkeiten gibt mit dem Flug. Ja, das ist nicht in unserer Vollmacht, aber es tappt also zwei. Gut, wir freuen uns und wir hoffen, dass wir gesund in der Schweiz ankommen. Und wir hoffen, dass wir nicht verbrühren. Sehr verehrte Damen und Herren, wir sind gelandet hier in der Schweiz auf feuchtem Boden. Es hat Schnee. Wir sind aber unsere warmen Kleider noch nicht ganz gut dicken, darum haben wir gedacht, wir gehen mal voll auf Brasilianisch. Ich habe noch ein kleines Interview mit unserer Margrit, der ältesten Dame in unserem Lager. Aber sie hat so gut gebaut, dass ich doch schon noch wissen möchte, wie hat es Ihnen gefallen in den letzten 3 Wochen? Ja, wunderbar, vor allem mit der Elian, die hat alle angespannt, sogar die Älteste. Und ich hört dann auch sagen, wie sie alles zu tun hat, was nicht vorhanden ist. So, wer ist denn die Elian? Nein, da können wir gerne in gross drauf eingehen, das Wort, das Sie da gesprochen haben. Ich will auch gerne wissen, wie haben Sie sich körperlich gefühlt? Ja, super, um so viele junge Mädchen um, Frauen, wunderbar. Und sie ist echt super gewesen. Ein kleines Heiß, so 38 Schatz, aber wir haben sie überstanden. Und wie hat Ihnen so Getränk, das man bekommen hat, gesprochen? Also, so Sachen gehe ich gar nicht ein. Ich weiß, was die Elian anspricht. Und da sind wir jetzt in der Schweiz, das wollen wir. Aber in Jahren haben Sie die Impfjogga mitgenommen. Was ist das? Das ist eben ein Schnaps, den man anlegen soll, ein Schnapsbrennerei. Ah ja, das kann ich nur sagen, ob ich nicht weiß. Sicher, da hätte ich geschlafen. Also, sehr verehrte Damen und Herren, Sie sehen noch nicht alle sind ganz wach, noch nicht alle haben den Chatlag überstanden. Und dann müssen wir Ihren Bodyguard noch interviewen. Der hat Sie auf Schritt und Tritt hat Sie begleitet. Ist das gut für Sie, so eine schicke alte Dame darf immer wieder begleiten? Ja, ist ein Nervig mit so einer ältere Dame da drauf auf der Lese durchlaufen. Und ja. Mal, das freut mich. Das ist ein richtig schöner, krönender Abschluss. It's the final game.